Fitness mit Marc, Folge 124. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Während der Schulzeit jobbt er auf einem Bauernhof. Marc Maslow. Moin moin, hier ist Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. In der heutigen Folge geht es nochmal um das Thema 80-20-Regel, genauer 80-20-Training. Wie du bessere Fortschritte beim Training in kürzerer Zeit machst. Bis gleich. Liebst du Bücher und hast eine Liste von Büchern, die so lang ist, dass du sie niemals lesen können wirst? Dann hat Audible die perfekte Lösung für dich. Wie wär's, wenn du dir diese Bücher einfach vorlesen lässt, während du unterwegs bist, auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder beim Wäscheaufhängen? Die App ist kostenlos und läuft auf allen deinen Lieblingsgeräten. Und weil Audible über 150.000 Hörbücher im Programm hat, findest du auch immer etwas Neues und Interessantes, das du gerne hörst. Anders als bei Musik- oder TV-Streaming-Angeboten gehören deine Hörbücher bei Audible dir. Das heißt, du kannst sie zum Beispiel mit deinem Smartphone jederzeit und überall hören. Tja, und wenn dir mal ein Buch nicht gefällt, dann ist das kein Problem. Du kannst es jederzeit gegen ein anderes Hörbuch eintauschen, ohne Wenn und Aber. Als Fitness mit Marc-Hörer bekommst du die Audible-Mitgliedschaft für ein halbes Jahr zum halben Preis. Geh dazu auf www.fmmbuch.de, FMM wie Fitness mit Marc und dann Buch.de. Unterstütze Fitness mit Marc und geh auf www.fmmbuch.de. Dort bekommst du deine Mitgliedschaft für die ersten 6 Monate zum halben Preis 4,95 pro Monat. Ja, worauf kommt es wirklich an, wenn du schnell fit werden willst? Ganz klar, ohne Training geht das nicht. Aber für eine sportliche Figur ist vielleicht weniger nötig, als du bisher dachtest. Zumindest solange du weißt, worauf es beim Training ankommt. Trainingslehre kann beliebig komplex und kompliziert erscheinen. Und ich weiß, das kann ziemlich verwirren. Aber heute tun wir mal genau das Gegenteil von kompliziert und komplex. Nackt gut aussehen Training ist simpel. 5 Erfolgsfaktoren bekommst du von mir an die Hand und das war's dann. In den letzten beiden Folgen ging es um die 80-20-Regel und wie du durch die richtige Ernährung effektiv Fett verbrennen kannst, ohne dabei im Hamsterrad zu landen. In der heutigen Folge setzen wir an genau der Stelle an. Du erfährst, wie du im Training die richtigen Prioritäten setzt. Warum es leicht ist, in die Perfektionismusfalle zu tappen und wie du sie vermeidest. Dann sprechen wir über die Hierarchie des richtigen Trainings. Du bekommst von mir eine simple 5-Punkt-Methode mit an die Hand. Last but not least das Winning Edge Konzept. Wann die Details keine entscheidende Rolle spielen und wann sie eine entscheidende Rolle spielen. Mein Ziel mit der heutigen Folge ist es, dir ein einfaches Hilfsmittel an die Hand zu geben. Ein Hilfsmittel, das dich zuverlässig und sicher durch die Fülle an Informationen da draußen navigiert. Du lernst die 20% kennen, die meiner Erfahrung nach für die meisten Menschen 80% des Erfolgs ausmachen. Also lass uns durchstarten. Die Perfektionismusfalle. Verschwendest du deine Energie auf unwichtige Details? Wenn 20% deiner Handlungen für den Großteil deiner Ergebnisse verantwortlich sind, dann haben 80% deiner Handlungen bestenfalls nur einen geringen Effekt. Viele Menschen, die abnehmen oder Muskeln aufbauen wollen, verlieren sich zu sehr im Detail und begehen damit einen kritischen Fehler. Lass uns mal ein paar Beispiele aus der Praxis nehmen. Zum Beispiel Michael, den Makronährstoffmanager.
Michael verbringt Stunden mit Excel-Tabellen, um das Verhältnis von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten bis auf die Nachkommastelle genau zu optimieren. Ist es den Aufwand wirklich wert? Nun, lass es uns mal aus dieser Perspektive betrachten. Wenn jemand gerade eine Hungerkur durchmacht und zu wenig Eiweiß isst, spielt es dann überhaupt eine Rolle, ob die Makronährstoffe einer perfekten 40-30-30 Balance oder welcher Balance auch immer unterliegen? Die Antwort ist natürlich nein, spielt keine Rolle in dem Moment, denn etwas anderes ist entscheidender. Beispiel Nummer 2, Bio-Brigitte. Brigitte hat gut 20 Kilo zu viel auf den Rippen. Marc, ich will abnehmen, sagt sie mir. Bio-Obst und Gemüse ist doch gesünder, oder? Nun, bevor ich überhaupt damit beginne, ihr die potenziellen Vorteile von Bio-Lebensmitteln näher zu bringen, weniger Pestizide, mehr Mikronährstoffe, was auch immer, frage ich sie, wie viel Obst und Gemüse sie denn bisher überhaupt isst. Und ihre Antwort überrascht mich dann doch. Sie sagt, ja, Gemüse esse ich eigentlich keins, aber ab und an esse ich Obst. Mein größtes Problem sind eigentlich die ganzen Süßigkeiten. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich folgende. Wäre es nicht am effektivsten, zunächst einmal den Zuckerkonsum anzugehen und einfach mehr Obst und Gemüse auf den Speiseplan zu bringen? Die Sorge, was denn nun gesünder sei, bio versus konventionell, frisch versus gefroren oder irgendwelche anderen Details, die sind nicht wichtig, solange du ohnehin kein Gemüse isst. Beispiel Nummer 3. Peter, der Pillenprofi. Peter will schnell fit werden. Er will wissen, welche Fatburner ihm beim Abnehmen helfen und welche Trainingsbooster ihn stärker machen. Wer den bunten Werbeversprechen auf den Leim geht, glaubt schnell, den Gral des heiligen Sixpacks gefunden zu haben. Ironischerweise gibt es für schätzungsweise 80% aller Nahrungsergänzungsmittel, die als Fettabbau-Wunder angepriesen werden, gar keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass sie beim Abnehmen helfen. Ja, und von den verbleibenden 20% halten 80% nicht das, was die Werbung suggeriert. Okay, was machen wir jetzt daraus? Schnell fit werden in 5 Schritten. Die Hierarchie des Trainings. Lass uns in der heutigen Folge mal die oberen beiden Elemente der Markformel genauer aufdröseln. Was bedeutet eigentlich effektives Training im Kern? Und solange du die 5 folgenden nackt gut aussehen Trainingsgrundsätze nicht umgesetzt hast, brauchst du deine Zeit und Energie nicht auf Detailfragen zu verschwenden. Und vielleicht erscheinen auch einige der Grundsätze, die ich dir jetzt mitgebe, für dich banal. Aber gerade deswegen werden sie im Wust der Information oft schlicht und einfach übersehen, weil sie vielleicht gar nicht so sexy sind. Aber sie sind grundlegend wichtig. Punkt Nummer 1. Überhaupt trainieren. Die wichtigste Voraussetzung beim Training ist, dass du überhaupt trainierst. Ich weiß, das klingt trivial, aber der Punkt ist wichtig. Jedes Training ist besser als kein Training. Es gibt Menschen, die Stunden um Stunden in die Trainingsrecherche investieren, ohne jemals mit dem Training anzufangen. Ja, und gute Möglichkeiten, um ins Training einzusteigen, findest du bei mir auf dem Blog, auf marathonfitness.de oder auch in meinem neuen Buch Looking Good Naked. Punkt Nummer 2. Kraft vor Cardiotraining. Obwohl, Gott sei Dank, ein Umdenken stattfindet, haben gerade viele Frauen immer noch Angst vor Krafttraining. Wenn du nackt gut aussehen willst, dann kommt richtiges Krafttraining zuerst, vor dem Cardiotraining. Krafttraining kann dein Herz-Kreislauf-System stärken, aber Cardiotraining macht dich nicht stärker. Außerdem trägt es nicht oder nur unwesentlich zur Entwicklung deiner Muskulatur bei. Daher steht Cardiotraining ganz oben an der Spitze der Markpyramide und belegt damit deutlich weniger Fläche als richtiges Krafttraining. Deswegen kommt Krafttraining vor Cardiotraining. Punkt Nummer 3. Grundübungen vor Isolationsübungen. Krafttraining ist nicht gleich Krafttraining. Freie Verbundübungen sollten die erste Geige in deinem Trainingsplan spielen. Also Grundübungen wie
Kniebeugen, Ausfallschritte, Kreuzheben, Rudern und Drücken. Übungen, in die mehrere Gelenke involviert sind. Ja, und auf der anderen Seite haben wir die eingelenkigen Isolationsübungen, also Übungen, wo du nur ein einziges Gelenk bewegst, wie zum Beispiel Curls, also Curls mit dem Bizeps oder auch dem Beinbizeps, Trizeps strecken, Waden drücken. Das alles sind hilfreiche Isolationsübungen, aber sie sind weniger wichtig als die Grundübungen und die Verbundübungen. Die kleineren Übungen trainierst du idealerweise am Ende deines Workouts. Das ist so eine Faustregel. Auch hier gibt es Ausnahmen. Aber gerade wenn du einsteigst und vielleicht die ersten Monate oder das erste Jahr trainierst, dann ist das eine gute Faustregel. Ja, und wenn dann mal die Zeit knapp wird und du dein Training nicht ganz schaffst, dann fallen die Feinschliffübungen einfach weg. Das heißt, die Grundlage ziehst du in jedem Fall durch, auch wenn du am Ende feststellst, ups, die Zeit wird knapp, ich muss zusammenpacken und los zur Arbeit, wo auch immer hin, dann hast du die Grundlage im Training schon gesetzt. Aus diesem Grund sind die Grundübungen, die Verbundübungen, die 20% aus dem Fundus aller Übungen, die 80% deines Erfolges ausmachen. Punkt Nummer 4. Freie Gewichte vor Maschinen. Die meisten Maschinen zum Muskeltraining, bestimmte Übungen am Kabelzug mal ausgenommen, haben eine niedrigere Priorität als freie Gewichte. Wenn dein Beintraining nur aus Beincurl, Beinstrecker, Wadenheben, Adduktoren und Abduktorenmaschinen besteht, dann solltest du deine Prioritäten überdenken. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt, um mit Kniebeugen und Kreuzheben anzufangen. Denn die beiden Übungen alleine sorgen für schnellere Fortschritte als alle 5 Maschinen zusammen. Punkt Nummer 5. Cardiotraining. In der Trainingshierarchie steht Cardiotraining hinter Krafttraining. Aber es ist dennoch ein wichtiges Element. Das ideale Trainingsprogramm enthält beides. Krafttraining und Ausdauertraining. Cardiotraining hat nämlich einige Vorteile für deine Gesundheit. Und natürlich auch für deine Fitness. Außerdem erhöht es deinen täglichen Kalorienverbrauch. Ähnlich wie beim Krafttraining können wir auch die Art des Ausdauertrainings in eine Hierarchie bringen. Einige Menschen machen den Fehler, ihr Cardio-Workout alleine nach seiner Dauer zu beurteilen. Ein 30-minütiges Ausdauertraining kann genauso viel Kalorien verbrennen wie ein 60-minütiges. Den Unterschied macht nämlich die Intensität. Wenn du gesund und fit bist und keine Einschränkungen hast, wie zum Beispiel orthopädische Probleme oder ähnliches, dann kannst du durch intensivere, kürzere, knackigere Cardioeinheiten eine Menge Zeit sparen. Dann steht intensives Ausdauertraining höher in der Hierarchie, vor allem dann, wenn du möglichst zeiteffizient trainieren möchtest. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, spielen die Details denn überhaupt eine Rolle, wenn du die 80-20-Regel befolgst? Nun, es gibt Menschen, die die 80-20-Regel missverstehen und glauben, alles andere sei absolut überflüssig. Und manchmal ist das auch von der Wahrheit gar nicht so weit entfernt. Dennoch, so allgemein formuliert, stimmt das nicht. Denn die übrigen 80% der Aktivitäten, die du durchführen kannst, sind mehr und mehr Feintuning. Wer bei den grundlegenden 20% noch Baustellen hat, der kann den Rest meist guten Gewissens außen vor lassen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Wettkampfathleten oder fortgeschrittene Dranbleiber reden, die die Grundlagen bereits gemeistert haben, dann spielen die Details natürlich sehr wohl eine Rolle. Dann können sie sogar eine entscheidende Rolle spielen. Es gibt nämlich ein weiteres Erfolgsprinzip, das der US-Autor und Trainer Brian Tracy das Winning Edge Konzept nennt. Alles, was du tust, verringert entweder oder es vergrößert die Distanz zu deinem Ziel. Es gibt also keine neutralen Tätigkeiten. Dieses Prinzip spielt besonders im Rahmen von Wettbewerben eine Rolle, sei es im Sport oder im beruflichen Umfeld. Im Wettstreit kann ein hauchdünner Unterschied alles entscheiden. Spielen die Details also eine Rolle? Natürlich tun sie das. Frag mal einen Olympiaschwimmer, der durch eine 100stel Sekunde Vorsprung auf seinen Verfolger Gold gewinnt.
Im Leistungssport können scheinbar triviale Details in Praxis und Planung einen himmelweiten Unterschied im Ergebnis ausmachen. Alles spielt eine Rolle. Alles zählt. Wenn alle anderen Einflussfaktoren konstant bleiben, dann können 100 Kalorien mehr pro Tag, ein paar Stück Schokolade, einen Menschen schleichend übergewichtig und schließlich fettleibig werden lassen. Die 80-20-Regel bedeutet also nicht, dass die Details völlig unwichtig sind, sondern sie bedeutet Folgendes. Verschwende deine Zeit nicht mit Details, bevor die Grundlage nicht steht. Oder, um es mit Goethe zu sagen, wichtige Dinge dürfen nie den unwichtigeren untergeordnet werden. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Bücher, Websites, Fitnesszeitschriften. Es ist ziemlich leicht, sich bei all der Fülle an Informationen im Detail zu verlieren. Eine entscheidende Information fehlt dabei allerdings meist. Was von all dem ist für dich in deiner jetzigen Situation wirklich wichtig? Die 80-20-Regel hilft dir dabei, Antworten auf diese Frage zu finden. Und in der heutigen Folge hast du die 5 wichtigsten 80-20-Bausteine kennengelernt, die das Fundament eines nacktgutaussehen Trainingsprogramms bilden. Erstens, jedes Training ist besser als gar kein Training. Zweitens, Krafttraining kommt vor Ausdauertraining. Drittens, Grundübungen kommen vor Isolationsübungen. Viertens, freie Gewichte kommen vor Maschinen. Und fünftens, intensives Cardiotraining geht vor. Ich habe in meinen ersten Trainingsjahren gegen jede dieser 5 Grundsätze verstoßen, bin in die gleichen Fallen getappt wie der Peter, die Brigitte oder Michael aus den Fallbeispielen. Und wenn es dir ähnlich geht, dann ist das völlig okay. Denn dann kannst du ab sofort einfach etwas ändern. Der Punkt ist der, bevor du die Trainingshierarchie umgesetzt hast, kannst du dir die meisten Detailfragen ganz einfach sparen. Zum Beispiel die Frage, welche der vielen Klimmzugvarianten die effektivste ist. Oder ob du den Bizeps-Curl lieber mit Lang- oder Kurzhanteln durchführen solltest. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein derzeitiges Trainingsprogramm auf den Prüfstand zu stellen. Setzt du alle der 5 Grundsätze bereits um? Falls nein, was änderst du? Falls ja, wo willst du mehr ins Detail gehen? Deine Meinung, deine Erfahrung interessiert mich. Schreib doch einen Kommentar in den Shownotes unter marathonfitness.de/podcast und dann die heutige Folge 123. Ich bin gespannt auf deine Meinung und deine Erfahrungen. Und vor allen Dingen wünsche ich dir eine erfolgreiche Trainingswoche und alles Gute. Und dann hören wir uns in einer Woche nochmal wieder und wir setzen an diesem Punkt an. Dann gehen wir in die Planung. Sponsor der heutigen Folge ist Audible. Audible hat über 150.000 Hörbücher im Angebot, darunter Bestseller-Autoren und viele der bekanntesten aktuellen Bücher, Ratgeber und Klassiker. Du kannst die Bücher, die du schon lange lesen wolltest, ganz einfach hören. Zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Audible bietet dir ein spezielles Angebot nur für Fitness mit Mark-Hörer. Du bekommst die Audible-Mitgliedschaft zum halben Preis, wenn du jetzt auf fmmbuch.de gehst. Nicht für 1, 2 oder 3 Monate, sondern für ein halbes Jahr. Dieses Angebot gilt nur für Fitness mit Mark-Hörer, also geh auf fmmbuch und mach mit. FMM wie Fitness mit Mark und dann buch.de. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast@marathonfitness.de. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de/podcast. Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Mark suchst
oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der: Mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen.